Der Friede des Herrn Jesus Christus, seine Gnade, seine Barmherzigkeit und seine Erkenntnis mit euch. Ich will euch heute ein weiteres Zeugnis erzählen für den Herrn Jesus Christus, dem Beherrscher des Himmels und der Erde, dem alle Macht gegeben ist auf der Erde und im Himmel und der war, der ist und der immer derselbe bleiben wird. Auch im Thema Heilung. Was ich vorausschicken möchte, ich rede hier viel über Heilung, ich stelle hier Zeugnisse rein für Heilungen, die Jesus gemacht hat. Ja? Jesus heilt auch heute noch. Er hat über die ganze Zeit hindurch geheilt, über all die Jahrhunderte. Aber was ganz wichtig ist, es geht nicht nur um Heilung. Es geht darum, dass die Leute durch Heilung zum Glauben kommen. Zum Glauben an Jesus Christus und damit ihr Leben ihm übergeben, ihr altes Leben abstreifen, eine neue Kreatur werden im Herrn Jesus Christus, wie Paulus schreibt, und dann Jesus nachfolgen, und zwar ihr Leben ablegen und das Leben von Jesus annehmen. Das ist ganz wichtig. Es geht also nicht nur um Heilung, es geht um die Erlösung, die Errettung der Menschen durch ihren Glauben an Jesus Christus, damit sie der ewigen Verdammnis entgehen. Das heißt in Johannes 3,16, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Das ist ganz wichtig. Es geht nicht nur um Heilung. Aber die Heilung hat Jesus immer gebraucht dafür, dass er einen Eintritt geschafft hat. Dass er einen Eintritt in das Leben der Menschen geschafft hat. Als er es rumgegangen hat, sie alle geheilt, damit sie gemerkt haben, wow, da passiert was. Ja? Also wenn ich Jesus erkenne, wenn ich Jesus begegne, dann passiert was. Dann werde ich verwandelt, dann passiert etwas. Wir haben so viele Erlebnisse mit Jesus, da wo wirklich Leute komplett verwandelt wurden. Ja, ich habe Drogenkranke kennengelernt, die haben jahrelang Drogen genommen, Heroin, die haben Jesus, sind sie begegnet, plumm, zack, verwandelt. Innerhalb von wenigen Sekunden. Wir haben Zeugnisse, ich habe sie auch auf Facebook gepostet bei mir, gibt es überall in ganz Deutschland. Wir müssen die Augen nur aufmachen. Ja, es gibt diese Sachen. Ja, es gibt andere Leute, die auf die Straße gehen, da wo Leute, wenn sie angelangt werden von diesen Nachfolgern Jesu Christi, dass sie dann, die kriegen, die werden, denen wird es ganz heiß. Ja, die fangen schwitzen an. Ja. Dämonen fahren aus. Krankheiten werden geheilt. Und das ist die Wirksamkeit Gottes. Das ist die Herrlichkeit Jesu Christi. Die ist heute noch genauso hier auf Erden. Der Heilige Geist ist genau noch heute noch so unterwegs. Das ist das, was wir erkennen dürfen, dass Jesus Christus heute noch wirkt. Und ich möchte hier ein Zeugnis geben für eine Frau. Wir waren mal in einer Gemeinde, dort haben wir eine Frau erlebt. Wir waren da im Gottesdienst, gehören nicht in die Gemeinde, wir haben bloß mal zugeschaut. Sind ganz hinten gesessen, dann kam eine Frau vom Gebet zurück und ging zurück mit an der Hand oder am Arm eines ihrer Freundin zurück an ihren Platz. Und die Frau ist sehr, sehr schlecht gegangen. Also sehr kleine Schritte, sehr schmerzverzerrtes Gesicht, gebeugt nach vorne. Und du hast wirklich gemerkt, wow, da ist echt, da sind Schmerzen da. Und dann bin ich zu der Frau hin, habe gefragt, ob sie Schmerzen hat. Dann hat sie gesagt, ja, sie hat einen Bandscheibenvorfall, einen sehr schlimmen, und sie kann sich schon gar nicht mehr bewegen und es ist ihre letzte Hoffnung, hier in die Gemeinde zu gehen, um Heilung zu bekommen. Dann habe ich gesagt, gut, dann lassen wir einfach Jesus jetzt arbeiten. Ja? Dann hat sie gesagt, okay. Und dann habe ich ihre Beinlängendifferenz angeschaut. Dann ist das eine Bein sofort, das kürzere, wieder rausgewachsen, hat sich dem längeren angeglichen. Dann haben wir noch ein paar Mal hinten die Hand aufgelegt und im Endeffekt, um es abzukürzen, ich denke mal, das hat 2-3 Minuten gedauert. Die Frau, die vorher wirklich sich nur sehr langsam bewegen konnte, sehr vorsichtig von vorn überbeugen, war überhaupt keine Rede, hat nach 2, 3, 4 Minuten mit den Fingerspitzen und durchgestreckten Beinen ihre Zehen berührt. Schmerzfrei. Das war der absolute Hammer. Also Jesus wirkt. Innerhalb von Minuten ist ein Bandscheibenvorfall, der Schmerz war komplett weg. Die Frau hat sich vorn übergebeugt und hat mit durchgestreckten Knien ihre Zehen berührt. Die hat vorher nicht mehr gescheit gehen können. Hey Leute, Jesus wirkt. Wir müssen es nur tun. Wir müssen es nur tun. Wir müssen vom Heiligen Geist geleitet sein
und müssen die Dinge tun, die Werke, die Jesus vorbereitet hat. Jesus kennt seine Leute, Jesus liebt seine Leute. Ja, er liebt diese Frau und er wollte sie heilen. Ja, und wir müssen es tun, wir müssen es tun. Wir müssen im Heiligen Geist erkennen, wer geheilt werden soll und was wir tun sollen. Und Gott macht es, Jesus macht es. Und was da noch gut war, ihr Bruder, glaube ich, war noch dabei, der hatte sich ein paar Tage vorher einen Oberschenkel geschnitten mit der Motorsäge. Also der hat einen Verband gehabt um einen Oberschenkel, ich weiß nicht mehr welchen. Und der hatte echt schlimme Schmerzen. Und auch am ganzen Brustkorb hatte er Schmerzen, weil er eine Herzoperation hatte, sagt er. Also es geht ihm ganz schlecht. Also es war ihm wirklich nicht gut. Ich weiß jetzt nicht, ob es der Bruder oder der Mann von der Frau war, aber die haben irgendwie zusammengehört. Und dann haben wir einfach mehrere Leute, die wir da waren, meine Frau und noch welche aus unserem Gebetskreis, haben Hände aufgelegt auf den Mann. Und der Mann, der hat eine Leichtigkeit verspürt, die Schmerzen waren sofort weg. Er hat atmen können, die Herzschmerzen waren weg. Er hat den Oberschenkel, also die Schmerzen am Oberschenkel nicht mehr gespürt. Also es war wirklich ein phänomenaler Abend, ja. Also diese zwei Leute haben Jesus wirklich kennengelernt. Sie haben Jesus kennengelernt. Sie sind in diesen Gottesdienst gegangen in der Hoffnung. Und Jesus hat gewirkt. Jesus hat gewirkt. Ja. Wow, das möchte ich einfach nur sagen, ermutigt zu sein, dass er rausgeht. Jesus wirkt nicht nur in Mauern, nicht nur in Kirchen und Gemeinden. Jesus wirkt immer. Er wirkt überall. Er wirkt auf der Straße, haben wir das erlebt. Er wirkt egal wo, im Bus, im Flugzeug, im Auto, im Restaurant, im Wald, überall. Jesus wirkt, Leute, wirkt überall. Jesus lebt. Ja, er lebt und ist überall. Er ist überall vorhanden. Wir müssen es nur glauben. Wir müssen nur im Glauben diesen Schritt machen und die Werke tun, die er für uns vorbereitet hat. Also seid ermutigt, geht raus, fragt die Leute, legt die Hände auf. Preist Gott. Und er wird sich offenbaren. Und die Menschen, die werden endlich merken, dass Jesus mehr ist als nur ein Mensch, ein historischer Mensch in der Bibel, sondern diese Werke und Wunder, die früher gemacht wurden, die sind heute noch genauso da. Es fehlen nur meistens die Leute. Darum hat ja Jesus gesagt, bittet Gott, den Vater im Himmel, damit Arbeiter in die Ernte geschickt werden. Ja, wir müssen darum bitten, dass es immer mehr Leute aufwachen, auch Christen aufwachen. Es hat nichts damit zu tun, Christ zu sein, wenn wir nur in der Kirche drin sitzen am Sonntag und dann sonst nichts tun, sondern wir müssen die Werke des Herrn tun. Wir müssen wiedergeboren sein. Wir müssen im Heiligen Geist wandeln und müssen Gott hören. Wenn wir Gott nicht hören, dann wissen wir nicht, was er will von uns. Wir müssen Gott hören. Wir müssen uns die Zeit nehmen, Gott zuzuhören. Was will er tun? Wo will er es tun? Wie will er es tun? Wann will er es tun? Und dann kann er wirken. Wir müssen unser Leben hingeben, wie es heißt. Wir Christen müssen unser Leben Jesus hinlegen. Wir sind nicht mehr Herr unseres eigenen Lebens, sondern Jesus ist der Herr unseres Lebens, in dem Moment, wo wir unser Leben willentlich ihm abgeben. Darum ist Christsein viel mehr als dieses sogenannte Übergabegebet, das du in der Bibel nicht findest. Ein Übergabegebet findest du in der Bibel nicht, sondern nur die wahre Buße. Die Erkenntnis darüber, dass Jesus, der allmächtige Gott, dem die Herrschaft übergeben ist im Himmel und auch auf Erden, so steht es in der Bibel, gekommen ist für die Sünder, damit sie umkehren zur Buße. Also das Übergabegebet ohne Buße ist nichts wert. Das Übergabegebet ohne Taufe und Buße ist nichts wert. Das Übergabegebet ohne Taufe und Buße und die Taufe im Heiligen Geist und dem Wandel im Heiligen Geist ist nichts wert. Römer 8,1 in der Schlachtübersetzung. Darum gibt es keine Verdammnis mehr für diejenigen, die bei Christus Jesus sind, die mit Christus Jesus sind, die nicht im Fleisch, sondern im Geist wandeln. Lasst uns im Geist wandeln, voller Freude im Herrn. Jesus hat Aufgaben für uns, die sind spannender als alle Aufgaben dieser Welt. Wow, gepriesen sei Jesus. Seid mutig und unverzagt. Geht raus, bekennt euch zu Jesus. Fragt Jesus, was er von euch will und wie er durch euch wirken möchte. Seid ermutigt. Servus aus Niederbayern.